Willkommen zu einer weiteren Folge Trüberbruck. So, wir haben hier rätselhafte Wetterphänomene. Sommer und Winter instant in einer Sekunde. Wir müssen dem auf den Grund gehen, also irgendwie müssen wir jetzt zu der Wetterstation kommen. Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Immer noch, ja. Aha. Aha. Komm hier, Stoffjunge. Auf euch, Jungs. Genau das Richtige. Prost. Und los geht's. Viel Spaß. Ende der Welt, hin oder her. Ich kann auf keinen Fall das Konzert verpassen. Und wir leuchten so schön grün. Keine Ahnung, warum es so leise ist. Ja, lustig. Es ist die Band. Sie spielt noch immer ihr trauriges Lied. So, fertig. Kicken wie verrückt.
Naja. Ist aber ein langes Solo heute. Es ist die Band. Sie spielt noch immer ihr trauriges Lied. Oh, ich kotze, ist auch wieder da. Wo sind wir jetzt fertig? Musikschleife gefangen. Es ist die Band. Sie spielt noch immer ihr trauriges Lied. Nehme das Akkordeon. Das brauchen Sie wohl nicht mehr. Richtig. Perfekt. Eine wichtige Komponente für den Quantendiskriminator. Na, immerhin was. So, wie komme ich jetzt zu dieser Wetterstation? Dem Ding fahr ich. Nee, mit dem Ding fährst du nicht mehr. Ich hab schon. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Dieser Redensart, Beverly, muss ich meine volle Zustimmung aussprechen. Ich befinde mich hoch oben auf dem Klumpen, der wohl höchsten Erhebung im umliegenden Mittelgebirge. Die Kleider, die ich am Leibe trage, lassen sich wohlwollend als mindestens unpassend für die vorherrschende Witterung beschreiben. Nach kurzer Wanderung habe ich die örtliche Wetterstation erreicht. In Klumpen. Wir müssen mal mitgehen lassen. Es handelt sich um einen herkömmlichen Wetterballon, nicht um eine fliegende Untertasse. Mhm. Festgefroren. In Trüberbrook, oben auf dem Klumpen, wird Wetterforschung im großen Stil betrieben. Das derzeit wechselhafte Mikroklima hier in der Region scheint Interesse geweckt zu haben. Das sieht ja gemütlich aus. Eingehen. Das sieht ja... Offensichtlich nicht. Es ist ein Tank, höchstwahrscheinlich mit Helium gefüllt. Long. Hallo? Guten Tag. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Bitte verzeihen Sie den frostigen Empfang. Madonna Lübcke von der Meteorologischen Gesellschaft. Tannhauser, sehr erfreut. Was machen Sie hier? Ich beobachte das Wetter. Und, was macht das Wetter so? Tja, eigentlich bin ich in Trüberbrook, weil das Wetter hier so besonders unauffällig ist. Ein richtiges Durchschnittswetter, wenn Sie so wollen.
Aber heute Nachmittag schlag mich doch der Blitz. War es vorbei mit der Durchschnittlichkeit? Sie meinen, das ist Schnee von gestern? Ganz genau. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie sowas überhaupt möglich ist. Mir dämmert, was Sie meinen. Ich sehe schon, allmählich tauen Sie auf, hä? Oh Mann, so viele schlechte Gags in einer Konversation. Und, was macht das Wetter so? Sehen Sie nur, das Wetter spielt völlig verrückt. Ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen. Wie war das noch? Wenn's im September donnern tut? Oh Gott, jetzt können wir noch Bauern regeln. Wird das nächste Jahr nicht gut? Ja, so war das, ganz genau. Okay, wie ist es mit Septemberwind? So glaub es mir. Verkündet harten Winter dir. Ja, so war das, ganz genau. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Hier in Trüberbrook? Das Projekt läuft jetzt seit 6 Monaten. Ich muss weiter. Natürlich. Bei dem Wetter bleibe ich lieber am Boden. Was? Es sind allerlei technische Messgerätschaften angebracht. Ja, es muss doch. Man muss doch hier noch irgendwie weiterkommen, bevor Sommer hoffentlich kommt. Kann doch nicht alles sein. Wie es denn jetzt der Sommer wird. Eieiei. Erstmal zum Quantendiskriminator. Sollte funktionieren. Super. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. 3 Teile noch. So, jetzt noch etwas Calcium. Eine braunsche Röhre ohne das Werkzeug kommen wir da nicht ran. Trude? Professor, Sie strahlen ja richtig. Ist was passiert? Was meinen Sie? Ach, schon gut. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ich hätte da noch... Ja, natürlich. Was können Sie mir... Er trinkt gern. Und wie Sie sehen, hat er mich einfach sitzen lassen. Könnten Sie ihn beschreiben? Falls Sie ihm begegnen, groß gewachsen und immer diese gelben Gummistiefel. Warum fragen? Oh. Ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich habe seine sterblichen Überreste draußen im Moor gefunden. Es tut mir leid. Tatsächlich? Mein Beileid. Ach, Heinz. Armer alter Heinz. Ruhe in Frieden. Irgendwie überrascht mich das nicht. Ich danke Ihnen. Ich werde sofort den Kommissar benachrichtigen. Dann hat er sich wenigstens nicht umsonst auf den Weg gemacht. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen.
stehen wir wieder am Anfang. Hey, Sweetheart. Guten Abend. Ich muss weiter. Guten Abend und auf Wiedersehen. Und nochmal zum verrückten Professor. Sagen, habe ich es jetzt kaputt gemacht. Aussieht, kann man nicht mehr zum verrückten Professor. Jetzt weitergehen. Den keiner aufbekommt, so wie den Kasten hier. Zu Hause ist, wo das Herz ist. Oh. Auch hier gibt es ja nichts mehr. Nee, also das bringt mich hier nicht weiter. Stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Hier muss es doch irgendwas gegeben haben da oben. Muss doch irgendwas gehen. Hallo? Guten Tag. Was macht... Und? Was? Ein Rick, aber... Sie meinen... Mir dämmert... Wie lange... Hier, das Brot. Ja... Ich muss weiter. Natürlich. Ja. Irgendwas fehlt. Bei dem Wetter bleibe ich lieber am Boden. Wir werden es in dieser Folge nicht mehr rausfinden. Ja. Fehlermeldung. Aufnahme läuft aber noch. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ich überlege mir irgendwas. Weiß nur noch nicht was. Wenn ich mir das überlegt habe, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Drüberbruck. Dahin viel Spaß beim Zocken, euer Mitch.